Hallo und herzlich willkommen zurück zu Riss und Roy, hier auf der Insel der Gnome, und wir sollen ein Rätsel lösen. Stell mir noch ein Rätsel. Homie Spaß gefunden hat an Rätseln, hm? Wenn Homie löst alle Rätsel von Travi, Travi wird Homie belohnen. Ich gebe dir ein neues Rätsel. Pass gut auf. Gnomina ist 25 Jahre jünger als Mutter Gnomi. In 7 Jahren wird Mutti Gnomi 5-mal so alt sein wie Gnomina. Wo ist Gnominas Vater? Fett? Er ist tot. Falsch, Homie. Gnomina wird erst geboren in 9 Monaten. Also ist Vater von Gnomina bei Mutter von Gnomina. Bitte? Stell mir das nächste Rätsel. Jep, jep. Pass auf, Homie. Auf Kalador gibt es die höchsten Berge. Welche Berge waren die höchsten, bevor Kalador entdeckt wurde? Na, trotzdem auf Kalador. Auf Kalador. Jep, jep. Gut gemacht, Homie. Auch wenn sie noch nicht entdeckt wurden, sind es trotzdem die höchsten Berge. Noch ein Rätsel übrig. Dann ich gebe dir deine Belohnung. Ich lade mal gerade. Dafür gibt's Quick Save. Wer bei der Arbeit? Er ist auf der Arbeit. Falsch. Was? Ich dachte, damit wäre. Gab's da die Mutter als Antwort? Er ist bei der Mutter. Oh, Homie ist gut. Gnomina wird erst in 9 Monaten geboren. Also muss Vater bei Mutter sein. Ich hoffe, du hast nicht geraten. Natürlich nicht. Homie hat 1 von 3 Rätseln richtig. Na gut. Stell mir. Das mit den Bergen wissen wir ja schon. Auf Kalador. Jip, jip. Gut gemacht, Homie. Auch wenn sie noch nicht in. Noch ein Rätsel übrig. Dann ich gebe dir deine Belohnung. Und ich jetzt schieße noch mehr und drücke auf Speichern. Stell mir das letzte Rätsel. Homie hat ein viereckiges Haus, bei dem alle Seiten nach Süden zeigen. Es kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat der Bär? Weiß, weil er muss am Nordpol leben. Weiß. Jep, jep. Gut gemacht, Homie. Ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen, steht am Nordpol. Am Nordpol sind alle Bären weiß. Woher soll ich wissen, dass in der Welt hier auch so funktioniert? Ich habe alle deine Rätsel beantwortet. Jep, jep. Lass mich überlegen, was ich dir gebe. Du hast Rätsel mit Gnomina richtig gelöst. Hier hast du Belohnung dafür. Das Rätsel mit den hohen Bergen hat Homie richtig gelöst. Nimm als Belohnung das hier. Und das Rätsel mit dem Haus und dem Bären hat Homie gut gelöst. Nimm diese Belohnung dafür. Homie hat alle Rätsel beantwortet. Es ist gut, dein Gehirn zu benutzen. Homie ist großer Rätselkönig. Yeah. Homie hat alle Rätsel gelöst. Hier, nimm dieses extra Gold dafür. Darf ich jetzt aus dem Maul hauen für diese dummen Rätsel? Nein. Das waren keine großartigen Rätsel, das waren einfach nur dumme Rätsel. Wer bist du? Molto blemo. Was? Tief Saki Dingi, nix Atto. So langsam wird's Zeit für ein Wörterbuch. Malik ärgert sich auf Gnomensprache. Nix gut für Homie-Ohren. Worüber hast du dich geärgert? Malik hat seinen Hammer verlegt. Dabei muss Malik große Palisade sichern. Wenn Malik nix hämmern, Kobolde können angreifen. Okay. Wo hast du deinen Hammer das letzte Mal gesehen? Vielleicht, nein, oder doch? Ja? Ja, genau. Malik ihn gesehen, als er hat gehämmert. Und wo hast du gehämmert? Palisade, wo sonst? Eine große Hilfe bist du nicht gerade. Wie steht es um die Palisade? Nix viel schaffe in letzter Zeit.
Brauche dringend Hilfe, aber meiste Gno zu beschäftigt. Und Peewee nix große Hilfe. Peewee? Du meinst deinen Lehrling? Jip, jip. Als Malik ist aufgewacht, nix Peewee mehr an Palisade. Muss noch lernen viel, weil nix können. Armer Dovi. Hoffentlich er kommt bald wieder. Dovi ist in Sicherheit. Miss Miller. Aber wo er ist gewesen? Er hat sich von einem Typen namens Russell gefangen nehmen lassen. Böse Homies auf Insel? Hoi, ich dachte, Homies wären gut. Nicht alle, leider. Hauptsache Dovi zurück. Dann er kann mir helfen. Hier, du hast es dir verdient, guter Homie. Kann ich etwas von dir lernen? Jip, jip. Okay, Klingenkänzer. Okay. Deine Angriffe prasseln blitzartig deine Gegner dir. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Bring mir bei, wie ich schneller kämpfen kann. Ich denke, das solltest du schnell begreifen, Homie. Und Dolche brauchen wir nicht. Niemand hier wirft mit Dolchen, denn das wäre ja feige, nicht wahr? So, damit haben wir diese Seite schon erledigt. Und zwar diese hier. Und diese hier. Haben wir auch erledigt. Das heißt, wir haben schon ein Drittel der Karte auf jeden Fall erkundet. Wow. Wir haben erkundet ein Drittel. Hey! Ist das der Hammer, den du suchst? Das ist er. Famo! Aber wo hat Homi ihn gefunden? Der lag auf ein paar Kisten bei der Palisade. Nichts weit von Maliks Arbeitsplatz. Malik wohl blind geworden. Ich glaube auch. Aber weil Homie so freundlich, er bekommt großes Donut. Pleso, Homie. 5 Goldmünzen und ein Hühnerschenkel? Wahnsinn. Hühnchen, miam, miam. Jip, jip. Na gut, war ja keine schwere Quest. Von dem her, hier, geh mal kloppen. Von dem her sind wir 5 Münzen, 4 einmal um die Ecke laufen schon. Okay, es ist... Trottel. Ganz ehrlich, das ist ein Trottel. Ich glaube, ich gehe hier außen lang, damit wir unseren Kumpel mal wieder treffen, der uns immer noch seit der letzten Folge führen soll. Hat uns gut geführt. Hier ist ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Ich schätze, in diesem Bereich der Insel gehe ich am besten alleine weiter. Ja, findest du? Was zum Henker? Hier ist Jafars Hütte. Warum darf Jafar nicht mit zu seiner Hütte? Sie ist vor allem abgebrannt. Hallo? Gold! 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 Gib mir all dein Gold, das liegt hier rum. Und einen Kerzenhalter. Warum nimmt er den ganzen Scheiß mit? Ein Handspiegel? Yay. Messer, Silberteller, Gabeln. Hier, kann ich einmal das Feuer löschen? Das heißt hier, Feuerwehr, Feuerwehr, wo bist du? Feuerwehr. Na gut, gehen wir wieder raus. Oh, da liegt noch mehr. Da liegt noch mehr. Da ein Feuernrohr, das sollte man doch suchen, oder nicht? Das ist zumindest ein langes Ding mit... ne? Ihr wisst schon, mit Lupen drin. Na ihr, seid ihr wieder hier am Feuer machen, oder was? Hm. Er hat einen Brief dabei. Ich sollte ihn mir mal genauer anschauen. Vielleicht steht etwas Brauchbares drin. Die Trophäe des Westens. Auftrag erhalten. Wo steht es denn das? Inventar? Benutzbares? Auftrag? Wie finde ich denn das jetzt? Boah, das ist ein bisschen voll, das Inventar mittlerweile. Auftrag von Khan, Dinge, die Namek sich merken muss. Besorgen von kostbaren Dinge. Dieser Punkt ist der wichtigste, den Namek nicht vergessen darf. Dinge befindet sich in Baumfresserlage in der Nähe. Ganz wichtig, Khan. Gesagt, Namek darf sich nicht erwischen lassen, wenn... 5, 11, was? Der kann nicht zählen. Wenn Namek sich erwischen lässt, dann Gnome im Dorf sterben, Khan gesagt. Nicht sterben. Dinge zurück zu Khan bringen. Plan A, direkt in die Kobotlange rennen. Blöde Idee. B. Am besten Namek geht rechts oder links um den Lager herum auf die spitzen Felsen. Von dort kann er unbedingt nach unten kommen.
Vielleicht findet Namek sogar eine Liane und er unbemerkt. Okay, wie sollen wir hier reinschleichen oder was? Hallo? Ha, ein Feind! Du bist ein bisschen schön unterwegs. Sollten wir hier nicht mit Fingerspitzengefühl reingehen? Ich lade mal ganz kurz nach. Auch wenn wir das jetzt gerade gemacht haben. Ich muss ganz kurz nachladen und ich speichere hier mal sicherheitshalber kurz. Okay, ich muss erstmal ganze Zeug hier wegleeren. Lalala, so langsam wird es wieder viele Speicherstände. Ach, spannend, nicht wahr? Speicherstände löschen. Speicherstände löschen. Und einen neuen anlegen. Komm mal hier. Insel der Diebe. Insel der Hiebe. Auf der Insel der Diebe gibt es Hiebe. Alles. Na gut, dann laufen wir mal hinein in das Lager der Kobolde. Trophäe des Wachs, ja. Na, wenigstens haben wir nichts drauf, die Viecher hier. 14 Kobolde sollen wir erledigen. Das sind ja gar nicht mal so wenige, nicht wahr? Sind schon wieder Affen unterwegs. Hallo. Ach, das ist die Liane, oder was? Die berüchtigte. Über die wir hätten runterklettern sollen. Jetzt ist die Frage, warum sterben jetzt die Gnomen? Ach, guck mal, da sind noch mehr Kobolde. Hallo. Der nächste. Was ist das? Mehrere oder was? So, Schamane Nodi. Sollen wir jetzt eine umhauen oder was? Vielleicht hätte ich erstmal mit dem Chef sprechen sollen, mit Khan. Bevor wir hier rumlatschen und alle umhauen, aber okay. Wir sind ja feinfühlig und hauen alle einfach aufs Maul, weil wir sind so feinfühlig. Ey, du hast mich gehauen! Das gibt's doch nicht hier. Mich so hauen, das geht doch nicht. Ein Hintermesser. Guck mal, die haben ja alles kaputt gemacht. Weltenseher. Das ist also... Okay. Das Fernrohr ist ein Weltenseher. Guck mal, hier wollte er mich eigentlich hinführen. Hat er nicht gemacht, oder was? Einfach nach links gehen müssen. Dreckskerl. Nächstes Mal gehst du einfach nach links, du komischer Kobold. Ja, du Gnom. Mensch, das Kind. Okay, wir erkunden einfach die Insel. So. Wie sich das gehört. Wir erkunden eine Insel, denn die Insel, die ist schön. Wir erkunden eine Insel, denn hier gibt es viel zu sehen. Zum Beispiel einen Pilz, der vorne im Baum steht. Wir erkunden eine Insel, denn da gibt es viel zu sehen. Die Frage, wie hätte ich hier drauf kommen wollen? Hier rechts lang oder was? Hallo, geht's hier zu Spitzenfelsen? Ja, hier hätte ich tatsächlich hingegangen, aber na gut. Wir sind ja auch kein Gnomen, wir müssen uns nicht so anschleichen. Achso, ja, das ist unser Palisadenlehrer. Hallo, du Krallenaffe. So. Da ist noch ein Gnom. Oh,
Und meine Lieblingsgegner in einer Höhle. Ihr erinnert euch vielleicht daran, ich bin ein totaler Fan dieser Spiele, nämlich überhaupt nicht. Warum habe ich das Gefühl, wir kommen gleich zum toten Land, wenn wir weitergehen? So, nehmen wir das mit. Das hier auch. Ein Baumwürger, er würgt einen Baum. Da, guck mal, manchmal geht's auch gut mit den Spinnen. Die sind tatsächlich jetzt hier einmal durch die halbe Insel gelatscht, oder was? Hier sind wir reingegangen, hier kommen wir raus. Wir laufen mal ganz kurz zurück. Wir laufen zurück und gehen von der anderen Seite ran. Genau! Denn wir wollen ja möglichst viel von der Insel sehen. Die hat sich ja doch wieder einiges geändert, ne? Die sah ja ein bisschen anders aus damals. Vor etlichen Jahren, als wir Risen 2 gespielt haben. Ist ja gar nicht so lange her. Haben wir direkt davor gespielt. In einem Risen 2 Marathon. Hehe, ich erinnere mich. Machen wir nie wieder sowas. Teilweise 5 Folgen Risen am Tag. Bah. Psst. Homi. Jo, psst. Neli. Warum so nervös? Warum bist du nicht nervös? Warum? Na, weil ich hier. Schon gut, Homi. Meli wartet auf den richtigen Moment. Und wenn Moment gekommen, Kahn wird stolz sein auf Meli. Und warum? Was genau hast du vor? Was hat Homi vor? Kannst du auch eine Frage ohne Gegenfrage beantworten? Schon gut, Homi. Meli weiß von Koboldlager in der Nähe. Dort böser Geist von Gno bewacht besonderes Dingi. Kahn sagen, kein Gno stehlen Dingi. Scheinst dich hier ja gut auszukennen. Claro. Lucky hier, Lucky da. Ganz schön mutig. Jip, jip. Hier, Omi, das Trinken ist Mutmacher. Außerdem ist Meli bestens gerüstet für Kampf. Immer tragen seinen Pulverschlucker. Pulverschlucker? Omi sagen Pistole. Hast du schon mal damit geschossen? Geschossen? Wenn Gott so kommt zu nahe. Meli nehmen Pulverschlucker und verprügeln fiese Foh. Oh Mann, du hast keine Ahnung, wie man so ein Teil benutzt, oder? Nee, Homi mir zeigen? Nein. Oh, dann Meli nix will haben. Hier. Okay. Wo genau liegt das Ding, von dem du sprachst? Kobolde haben errichtet ein kleines Lager hier in der Nähe, im Süden. In diesem Lager, du wirst finden, das Ding, die vermutlich auf einem Tisch. Kahn zwar Gno verboten zu stehlen, aber Homi ist kein Gno. Und wenn Homi will stehlen, Dingi, besser passen auf. Nix töten Geist von altem Gno. Kahn davor gewarnt. Wie komme ich ins Lager, ohne gesehen zu werden? Gibt 2 Wege, die Meli gesehen hat, um in das südliche Koboldlager zu kommen, Homi. Homi gehen Richtung Südosten und klettern den Berg hinauf, um dort hinters Lager zu springen. Hinten am Lager ist kleines Loch, aber dort passen höchstens Gnome und kleine Affen durch. Für fetten Homi wäre der Weg Richtung Westen besser. Wenn du von Westen aus zum Lager kommst, kannst du über großen Stein hüpfen. Der Weg ist aber gefährlicher, Homi. Stimmt, er hat gesagt, wir dürfen den nicht töten. Der andere Gnome, der uns führen sollte. Warum eigentlich nicht? Vielleicht hätten wir doch mal vorher mit Kahn sprechen sollen. Hallo, Affe. Hallo. Hallo, ich bin da. Ich hätte Questerfolg. Guck mal, ich habe die Quest, hier alle zu töten. Und so tue ich das auch.
Guck mal, klappt das gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie falsch mache, aber okay. Und der sagt irgendwas von einem Affen? Geht doch. Aber wo? Lalalala. Lala. Kiesgebiet der Kobolde. Na dann. Kleine Affen, aber wo? Die haben wir ja schon alles geholt, ne? Kleiner Tisch. Dingi dingi dongi. Und ich würde sagen, wir machen hier Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Moscha. Ciao, ciao.